Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, bittet aus Anlass des Maifeiertages 2022 uns Gewerkschafter zu einem Empfang am Samstag, den 30. April, in den großen Saal des Roten Rathauses in Berlin-Mitte. Wir gestalten mit Ihnen zusammen das soziale Zusammenleben und wir sind in einer Zeit, in der wir gerade 2 Jahre Pandemie hinter uns haben. Wir haben viele von Ihnen, wo immer Sie gearbeitet haben, ob Sie einfach weitergemacht haben, ob Sie im Homeoffice waren, ob Sie unter eingeschränkten Bedingungen gearbeitet haben, auf jeden Fall haben alle, die hier im Raum sind, Besonderes geleistet. Besonderes geleistet, um den Laden am Laufen zu halten. Und dafür gebührt Ihnen Dank und Anerkennung. Neben vielen Personalräten und Betriebsräten sind auch Senioren zu sehen. Senioren, die lange Jahre im Berufsleben die Arbeitnehmerinteressen vertreten haben. Hier ist ein Ort, sich wiederzusehen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Und ich will auch sagen, wir sind ja auch selber als Berliner Verwaltung in Verantwortung. Wir haben auch bei uns für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen und vor allem wir haben dafür zu sorgen, dass diejenigen, die im Auftrag des Landes arbeiten, vernünftige Bedingungen gewährleisten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir als Teil unserer ersten 100 Tage dieser Landesregierung die Erhöhung des Landesmindestlohns von 12,50 Euro auf 13 Euro auf den Weg gebracht haben und dass wir auch zum Herbst den Vergabemindestlohn auf 13 Euro anheben werden. Da gehen wir gegenüber dem Bund voran und setzen ein klares Zeichen für gute Bezahlung. Meine Damen und Herren, ich will es gar nicht zu lang machen. Wir haben viele, viele Themen, die wir gemeinsam zu besprechen haben. Ich würde jetzt einfach sagen, genießen Sie den Abend. Heute ist der Abend, um den 1. Mai einzuläuten, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, auch ein bisschen Freude zu haben. Man darf das. Eingeladen ist auch Katja Karder. Sie ist die neu gewählte Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg. Die im DGB vertretenen Gewerkschaften stehen ständig im Dialog mit der Politik. Und dieser Empfang sollte hierfür der richtige Ort sein. Erinnert ihr euch an die Berichte über die Berliner Schulen? Verdreckte Toiletten, schmutzige Flure, klebrige Tische. Was trägt wohl dazu bei? Dass nämlich die externen Dienstleister nach dem Prinzip billig beauftragt werden. Und wenig überraschend, deren Leute werden wiederum schlecht bezahlt, haben viel zu viel Fläche in viel zu kurzer Zeit zu reinigen. Billig, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird nämlich von dieser Gesellschaft sehr teuer bezahlt. Unsere Berliner DGB-Kampagne hat erreicht, dass die Schulreinigung wieder in die öffentliche Hand zurück soll. Die Absicht ist formuliert. Aber jetzt müssen auch die Taten folgen. Die Schulen und die Verantwortlichen in den Bezirken müssen jetzt befähigt werden, das umzusetzen. Die Mittel für die Bezirke müssen jetzt freigegeben werden. Und damit es zum Schuljahr 23 nämlich überhaupt noch klappt. Wir Gewerkschaften
Wir Gewerkschaften wollen saubere und wir wollen freundliche Schulen, die aber auch ein Ort der guten Arbeit sind. Die Tagesreinigung war ein erster Schritt und jetzt muss der zweite folgen. Das ist wichtig für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und für unsere Schüler, Kinder und Eltern.